Mein Name ist Finn Thomsen, ich bin 32 Jahre alt und Bürgermeister der Stadt Großalmerode. Und seit 2000 bin ich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, zunächst in der Jugendfeuerwehr und dann 2008 in die Einsatzabteilung gewechselt. Wie ist es für Sie als Bürgermeister, zusätzlich in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv zu sein? Ist auf jeden Fall hilfreich. Die Freiwillige Feuerwehr ist ja eine der größten Einrichtungen der Stadt Großalmerode. Und deswegen ist es von Vorteil, wenn man als Bürgermeister dann auch weiß, was bei der Feuerwehr los ist und vor allem, was auch bei der Feuerwehr benötigt wird. Ist es schwierig für Sie, von Ihrem Amt vom Bürgermeister zum Posten des Feuerwehrmanns zu wechseln? Nein, das ist ja meistens dann auch in wenigen Sekunden geschehen. Nämlich dann, wenn eine Alarmierung kommt, dann muss ich ganz schnell auch meine Kleidung wechseln und fahre auch mit raus, um den Erstangriff zu machen. Es ist dann wiederum schwieriger zu gucken, muss ich bei dem Einsatz eventuell als Bürgermeister mich ein bisschen loslösen, weil meine Aufgabe ist es ja dann auch, die gesamtpolitische Verantwortung zu tragen. Und gerade bei größeren Einsätzen gibt es dann doch auch Tätigkeiten, die ich als Bürgermeister tun muss. Aber wichtig ist mir immer dann, wenn es möglich ist, auch beim Erstangriff mit dabei zu sein. Sehr schön. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Großalmerode? Ich wünsche mir, dass die positive Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Großalmerode weitergeht, dass die Stadtteile so gut wie bisher auch weiterhin zusammenarbeiten, dass wir bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr weiterhin so einen Zulauf haben, was uns dann auch nachher bei den Einsatzkräften hilft. Und natürlich, das ist mein größter Wunsch, dass alle Kameradinnen und Kameraden immer heil und vor allem am Leben aus den Einsätzen zurückkommen. Herzlichen Dank.